Sie recht herzlich. Und zwar findet hier heute die Vernissage statt von mir, von der neuen Serie A New Day. Und eine tolle Lesung von der Autorin Stefanie Kahl. Und es wird Live-Musik geben von dem Herrn Bernd Rinser. Hier vor einem Bild von mir und das ist aus meiner neuen Serie A New Day und ich werde nachher noch einige Worte dazu sagen, was das beinhaltet, was die Intention von mir war und was diese Bilder im Einzelnen bedeuten. Und ich freue mich, hier zu sein, dass die Veranstaltung überhaupt stattgefunden hat, weil ich habe mir wirklich gewünscht, dass es mal in einem größeren Rahmen stattfindet, mit Live-Musik, mit einer Lesung, und ich bin gespannt. Und ich freue mich einfach auf die Leute, die jetzt schon in großer Zahl hier sind, und um meine neue Serie vorzustellen. Wenn jemand anderes auch daran Interesse hat, einmal die Vorlesung und zum anderen diese schöne Gemälde bei sich zu haben, um eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Ist das möglich? Ja, natürlich. Also wenn es in größeren Rahmen sein soll, und ich kann auch gerne irgendwo in einem Raum oder in einer Wohnung oder in einem Haus eine Vernissage veranstalten. Das ist gar kein Problem. Ich komme auch zu den Leuten nach Hause und mache da eine Veranstaltung. Die können die Freunde einladen und wir machen eine Lesung. Und ich werde in Ihrem Haus sehr, sehr schöne Werke einfach probehängen, die sonst nur in Galerien zu sehen sind. Und das beinhaltet mein Konzept, und ich würde mich darüber freuen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir die Autorin Stefanie Kahle vor uns sitzen. Stefanie, was hast du heute hier zu präsentieren? Ich habe heute meinen neuen Roman dabei, der heißt Neubeginn, ganz neu. Ist der dritte Teil meiner Shreveport-Thriller-Serie und ist sehr spannend, wie die anderen Teile auch. Wie schnell können Sie dort sein? Taylor räusperte sich, und den Hintergrundgeräuschen nachzuurteilen, versuchte er gerade, seine Gürtelschnalle zu schließen. Wird mir das Navi gleich verraten, gab er kurz zurück und drückte ihren Anruf weg. Stefanie, wenn jetzt jemand Interesse daran hat, man kann dich buchen für eine Vorlesung? Jawohl, kann man. Gerne unter www.stephanie-karl.com. Oder auch via Facebook natürlich, und mir einfach eine E-Mail schreiben. Einstichstellen werden sich finden lassen. Und war das Zeug dann so schlecht, dass es sie zu Tode gebracht hat? Nein, gestorben ist sie, weil es sich hier um Bandenkriminalität handelt. Ach, und dafür sind Sie wohl auch spezialisiert? Weil Sie einige Zeit undercover gearbeitet haben und so etwas auf den ersten Blick erkennen? Exakt. Deshalb mitten in der Nacht an, um mich über meine dienstlichen Pflichten zu informieren? Das hätte doch auch bis morgen früh warten können. Nein, ich rufe an, weil wir zu einem neuen Fall gerufen werden. Der Herr Schindelmeier, der Chef des Hauses hier im Palatin. Herr Schindelmeier, wie läuft es bis jetzt mit dem Aufbau, mit der Vorbereitung? Es läuft hervorragend. Also ich kann mich ja auf meine Mitarbeiter verlassen. Ich komme ins Haus und das meiste steht schon. Und ich bin natürlich schon unruhig, weil ich nicht weiß, wie sich dieser Abend entwickelt. Positiv auf jeden Fall, aber ich bin gespannt auf die Malerei und vor allen Dingen, ich bin auf das blutrünstige Buch gespannt.
Und dann gute Musik dazu und das gibt eine Mischung, die eigentlich einzigartig ist. Wenn andere Interesse haben, auch so etwas bei Ihnen zu veranstalten, wie einfach oder wie schwer ist das? Es ist richtig schwer. Man muss nur anrufen, mich erreichen oder einer meiner Mitarbeiter und einfach das Thema so rüberbringen, dass es interessant ist. Und alles, was interessant ist, wird einfach im Palatin umgesetzt. Das ist unsere Stärke und das macht Spaß, das macht uns selber Spaß und alles, das, was Spaß macht, ist ja keine Arbeit. Und deswegen geht es leicht von der Hand. Wenn jemand Interesse jetzt daran hat, dann kann das ja auch TV Überregional für Sie bekannt machen, oder? Das war jetzt eine richtig gute Frage. Es gibt nichts Besseres, wie das übers Fernsehen, übers Privatfernsehen weiterzugeben. Und vor allen Dingen derjenige, der hinter der Kamera ist, das ist natürlich ein absoluter Profi, der natürlich auch die Kanäle kennt und genau das nämlich auf den Markt bringt, was der Zuhörer und Zuseher wissen will. Also, beste Empfehlung. Danke. Mein Name ist Klaus Michael-Schiebelmeier. Ich bin der Geschäftsführer dieses Hauses und ich freue mich, dass Sie heute alle unsere Gäste sind. Da habe ich meine Assistentin und die Assistentin ist die Kunstexpertin des Palatin und wird jetzt natürlich die malende, gut aussehende Künstlerin vorstellen. Ich gehe in den Hintergrund. Es fällt mir nicht schwer, im Hintergrund zu sein. Viel Spaß heute Abend. Danke. Ja, vielen Dank. Kunstexpertin lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich darf auf jeden Fall die Joanna ganz herzlich hier begrüßen und möchte, bevor sie selbst durch die Ausstellung führt, ein bisschen was sie vorstellen und über sie erzählen. Joanna Reimers ist in Magdeburg geboren und aufgewachsen und vor 8 Jahren nach St. Leon Roth gezogen, wo sie jetzt lebt und arbeitet. Ihre Werke hingen in Galerien im In- und Ausland, wie zum Beispiel in der Met Galerie in Mailand oder sogar nächstes Jahr in der Artbox Gallery in New York. Und die Beliebtheit ihrer Werke steigt stetig. Ich möchte Ihnen kurz eine Zusammenfassung von der Kunsthistorikerin Dr. Barbara Aust-Wegemuth vorlesen, die Joanna so beschreibt. Joanna Reimers arbeitet in der Tradition der Graffiti und Urban Art auf Leinwänden, Wandflächen, Kunst am Bau. Auffallend sind die Leuchtkraft und die grafische Struktur der Bilder, die Lebendigkeit und unorthodoxe Farbkombinationen hervorrufen. Der Künstlerin gelingt es, den Blick des Betrachters zu schärfen, indem sie die Bildmotive durch das Übereinanderlegen von einer Vielzahl von Ebenen scheinbar immer weiter entrückt, mal heran und wegzoomt. Die Komplexität der Komposition lädt einen zum Hineinlesen, mehr noch zum Eintauchen in eine andere Wirklichkeit, in der Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und Unbekümmertheit sowie der feste Glaube an das Gute im Menschen grenzenlos erscheinen. Die Serie, die Sie sehen, A New Day, ist ihre neueste Serie. Wer Joanna als Künstlerin kennt, haben wir auch in der letzten Ausstellung bei Myself, die auch hier im Palatin gezeigt wurde, mitbekommen, weiß, dass es ihr, die Ausstellung bei Myself ging um ihren eigenen Lebensweg. Und wer sie kennt, weiß, dass ihre Werke einen tiefen Hintergrund haben. Bei der Serie A New Day geht es um den Tag. Sie selbst sagt, es ist ein schöner Tag, aber wenn er zu Ende geht, ist nichts mehr so, wie es mal war. Die Bilder von Joanna Reimers zeigen den immerwährenden Rhythmus. Sie sollen den Betrachter vor Augen führen, wie kostbar und einzigartig ein neuer Tag ist, aber auch wie zerstörerisch er sein kann. Die Magie, was ein neuer Morgen in sich birgt, von Liebe, Frieden und Harmonie. Ein neuer Tag ist ein Stück neues Leben, in dem alles neu gestaltet werden kann. Mit vergangenem Abschließen und sich wunderbarem Neuem öffnen. Verlassen und ankommen. Ein immerwährender Kreislauf von Überraschung und Enttäuschung.
das, was man gesehnt hat, ernten oder Neues sehen. Der Kontrast zwischen schwarz-weißen Tönen und den kraftvollen farblichen Akzenten erwecken Empfindungen wie Erneuerung, aber auch Abschluss und Einsamkeit. Es wird Nacht, der Schlaf, das heilende Gespräch mit deiner Seele, der Kompass, der dich führt. So Johanna Reimers. Ich darf jetzt Johanna das Wort übergeben. Sie wird durch die Ausstellung führen. Und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Später noch mit der Lesung von Stefanie Kahl, Live-Musik von Bernd Rinser und einem leckeren Buffet vom Palatin von der Küche zubereitet. Bernd Rinser, der Sänger und Songwriter, steht jetzt vor uns. Bernd, wo kommst du her? Hallo, erstmal an TV Überregional. Hallo Oliver. Ich komme aus Oberbayern, gebürtig. Und jetzt wohne ich zwischen Aschaffenburg und Würzburg in Marktheidenfeld. Kennt man von der Autobahn. Stau bei Marktheidenfeld. Ja. Und ich selber bin Komponist, Arrangeur, Songwriter. Ja, toure so durch Deutschland seit 26 Jahren. Gebe so an die 100 Konzerte pro Jahr. Ja, das ist mein Beruf. In dem Fall kommt Beruf von Berufung. Man kann dich buchen? Ja, jederzeit, aber bitte rechtzeitig, weil meine Touren eben sehr langfristig geplant sind von mir. Die Webseite? Die Webseite ist www.berndrinser.de, ganz einfach. Bernd, vielen Dank für das Interview. Danke, tschüss und viel Spaß beim Surfen auf meiner Webseite. Ciao. He shows me the contract I've once way back down. Das Palatin hat es auch
wirklich erzeugt, dass es heute hier so sein wird. Und dafür ein ganz großes Danke an Klaus Schindelmeier, an sein Team, die mich wirklich super begleitet haben, wo alles gut wirklich geklappt hat, vom Bilderaufhängen bis zum AO, alles zu planen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.